Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Livestream zu Lost Ark. Mittlerweile sind Server zusammengelegt worden. Es gab einen großen Server-Merge und mittlerweile heißt der Server, auf dem ich unterwegs bin, jetzt nicht mehr Asta oder so, sondern Ratik, soweit ich das weiß. Also ganz neuer Name für den Server. Schade eigentlich, aber so als kleine Erinnerung habe ich jetzt nochmal Asta drin gelassen. Und was machen wir heute? Heute werden wir schauen, dass wir ein Item bekommen, nämlich das letzte Item, was ich noch brauche, um hier richtig schön die Klasse 1510 zu kriegen, die Itemstufe. Ja, also hier fehlt mir noch dieser Langstab des Altron-Widerhalts in Uralt. Da bin ich heute für auf dem Weg. Ja, wir werden heute also in Raids gehen und uns einfach nur Gold verdienen. Deshalb gehen wir sofort mal rein. Ja, welche Raids machen wir heute? Wir versuchen einmal den Waltern Raid zu machen, dann den Legions Raid hier mit Vikas und dann den Brel Shaza Raid in G1 bis G3. Und das Ganze lasse ich machen. Das heißt, ich spiele selbst nicht so aktiv durch diese Raids durch. Ich helfe zwar beim Kämpfen, aber ich lasse mich bussen, nennt sich das. Ja, also mitziehen. Das habe ich jetzt schon ein paar Wochen gemacht. Und hier seht ihr das, 800 Gold wollen die hierfür. Und da kann man dann sofort in diesen Raid rein. Für 800 Gold kann man hier G1, G2 machen. So, und schon ist dieser Raid aktiv. Okay, gerade ist wieder einer rausgegangen. Ja, aber das heißt, ja, danach können wir schon loslegen. Danach können wir schon den ersten Raid erledigen. Ja, wir haben im Moment 6700 Gold. Das letzte Item, der Stab, kostet, glaube ich, so um die 3000. Heißt, wir müssen noch ein bisschen was upgraden an Gold, ja. Jetzt müssen wir 800 ausgeben, dann sind wir bei knapp 6000. Und da müssen wir gucken, dass wir wieder ein bisschen Geld zusammenkriegen. Normalerweise kriegen wir aus dem Raid immer so 400, 500 Gold oder mehr als Plus raus. Ja, mal schauen, ob das heute auch klappt. Ja, und das werden wir dann mal sehen. Hier sagt einer freier Bus. Ja, freier Bus. Glaube ich ja jetzt nicht unbedingt. Das würde ich mal versuchen. Habe ich 800 Gold gespart. Ob das geht oder nicht, da bin ich mal nicht so sicher. Ja, dieser Bettfisch sagt, er würde Free Bus machen. Und jetzt gucken wir mal, ob er das überhaupt hinkriegen könnte. 1620 könnte er machen, ja. Und Gear off. Okay. Also er wird wirklich wohl da durchlaufen, ja. Und wird das für uns erledigen. Ja, ich soll also mein Zeug hier ausziehen. Faszinierend. Ein kostenloser Bus, da stand Free Bus. Mal gucken, ob das wirklich auch so ist, ob der das hier durchzieht. Wäre natürlich super, weil dann haben wir 800 Gold gespart und kriegen ein bisschen was oben drauf. So, ob es auch so ist, sehen wir gleich. Okay, jetzt bin ich Gear off. Und dementsprechend kann ich einfach nur abwarten, was passiert. Ja, mehr brauche ich nicht zu machen. Wir werden einmal durchgezogen. Super nett. Ja, da kann man einfach mal mitlaufen und gucken. Obwohl man kein Gear mehr anhat, trotzdem sieht man noch schick aus. Ne? Ist auch irgendwie crazy. Irgendwie behält man immer sein Kostüm an. Und jetzt sind wir auch schon eine gewisse Zeit online. So, jetzt kriegen wir auch schon Zeitbelohnungen. Ja, was müssen wir machen? Wir müssen irgendwann mal unser Gear upgraden. Ja, wir sehen das hier.
Also mein Gear ist 1510. Da müssen wir irgendwann mal gucken, dass wir das etwas höher bekommen. Mal gucken, ob wir das heute vom Item-Level auch verstärkt kriegen. Ich bin mal schwer gespannt. Ja, also ich will es versuchen, heute mal zum Schmied damit zu gehen, aber ja, ob wir dann 1520 werden oder nicht. Es wird spannend. Ja, generell seht ihr, ich habe ziemlich viel Müll oder ziemlich viel Krimskrams im Gepäck. Der Kopf gehört mir, Lurao. Neue Beute für uns. So, und jetzt sollen wir natürlich sterben. Darum haben wir Gear off gemacht, ja, damit wir hier nicht viel mitmachen müssten. Und das geht dann auch relativ zügig, wenn man einen draufkriegt. Ja, das heißt, das war's schon. Ha. Und fertig. Ja, den Rest brauchen wir jetzt nur noch zuzugucken. Ist selten, dass man einen freien Run bekommt. Ja, das ist halt schon schön. Vielleicht will auch hier der 1620er nur mal zeigen, was da geht. Ihm hier oder so. Ich weiß es nicht genau, warum man das kostenlos macht. Aber es gibt ja immer mal wieder welche, die machen das kostenlos. Natürlich gab es für den Server-Merch auch eine Belohnung. Ja, also es gab ja, wie gesagt, diesen Server-Merch. Und das ist natürlich schon ein bisschen schade, ja, weil es gibt meinen Server Asta nicht mehr. Ich fand den so schön, den Namen Asta. Und jetzt heißt er irgendwie Ratik oder so. Also wenn er mich jetzt sucht, dann müsste er mich auf dem Server Ratik suchen. Da ist auch noch unsere Gilde unterwegs. Und dort könnt ihr dann auch gerne bei Nexus der Kraft mitmachen. Mal schauen, ob das jetzt was bringt, ja, dass die Server zusammen sind, ob das jetzt irgendwie mehr Spieler hat, kürzere. Ich habe bis jetzt gar nicht gemerkt, dass es keine Spieler gibt. Also irgendwie waren immer irgendwo Spieler unterwegs. Vielleicht war Asta aber auch gut besucht, kann natürlich auch sein. Aber irgendwo muss es ja dran liegen, dass die Server zusammengelegt haben. Auf jeden Fall gab es wieder Belohnungen, ja, für die Downtime. Die habe ich auch schon im Postfach. Ich kann sie euch jetzt gerade nur nicht zeigen, weil wir jetzt hier kurz den Raid machen. Und danach zeige ich euch auch die Belohnungen, die es gab. Also immer wenn ihr einloggt, gibt es ja so die Tagesbelohnungen, dann die Zeitbelohnungen, je nachdem wie lange man drin ist. Und dann jetzt auch noch die Belohnungen für den Server-Merch. Ich bin mal schwer gespannt. Dadurch war nämlich eine ziemlich lange Downtime gestern. Letzte Woche war die gar nicht so schlimm. Ich glaube, weil da der Server Aster noch übrig war. Aber jetzt hat es doch relativ lang gedauert. Die Downtime. Gestern konnte ich nicht spielen. Da haben wir World of Warcraft hier gespielt. Auf dem Kanal werde ich jetzt auch generell öfter mal World of Warcraft spielen. Ich werde hier natürlich weiterhin auch Starfield und Elder Scrolls Online demnächst mal wieder spielen. Und halt Lost Ark. Das will ich ja von der Geschichte her weiter schaffen. Ja, ich möchte ja irgendwann auch nach Voldis oder wie das heißt. Dafür müssen wir 1520 werden. Dafür mache ich den ganzen Stress hier. Naja, ihr seht es ja, was es für ein Stress ist. Man guckt zu und hofft, dass Bettfisch das jetzt auch schafft. Warum macht er das free? Was könnte das für ein Grund haben, dass er sagt, ich mache das free? Vielleicht, weil er es nicht kann. Kann gut sein, oder? Sieht ja fast so aus. My bad. We can't help if you want. Okay, kann es wohl doch nicht so richtig, ja? Don't need, but thank you. Ja, braucht keine Hilfe, sagt er. Hat gerade anders ausgesehen, ehrlich gesagt. Naja. Ja, kostenlos, ne? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Dann bleiben wir einfach drin und drücken die Daumen, dass er es diesmal schafft.
Was ist es denn überhaupt für ein Charakter? Redfish. Hm. Ach, ist ja eigentlich auch egal. So, gucken wir mal. 1620 und gerade gestorben. Schon irgendwie peinlich, oder? Ist eine Schattenjägerin. Pixelmonster. Ah, aber hier diese ganzen Spezialitems, da bin ich schon besser drin. Ich habe sogar schon den leuchtenden Juwelentalisman. Dafür habe ich den nicht. Ich glaube, das ist nur für PvP, ne? Oder? Ein Wappen aus Messing in Form eines Helms. Prüfungsarena, genau, das mache ich gar nicht, sowas. Okay, hier unten das Item werde ich nicht kriegen. Aber den Kompass habe ich auch schon. Ja, das sind die Inselherzen. Umso mehr man davon hat, umso besser wird irgendwann der Kompass, wenn man den dann eintauscht. Ja, und wenn man viel craftet, wie ich, dann kriegt man auch einen schöneren Talisman. Okay, wir sind bei 36 Balken. Ja, hat ja auch schon schöne uralte Schmuckteile. Ja, da bin ich halt wirklich noch schlechter. Wie viel das aus, man, ne? 2000 Intelligenz, 300 Vita. Ja, das ist schon einiges. Ach so. Und ein Schattenjäger braucht eher Geschick und Vita, ja? Ich brauche Int und Vita. Okay. Ja, meine Items sind jetzt noch nicht so optimiert, die ich jetzt anhab. Ich habe einfach erstmal welche gesucht, die Crit haben und Flinkheit. Hat mir der Kundi auf meinem Kanal, der Zuschauer, ein bisschen geholfen. Aber mir fehlt, wie ihr das hier seht, so die richtigen Gravuren drauf auf meinem Schmuck. Ne, also Groll, Adrenalin, verwegene stumpfe Waffe und so. Da brauche ich noch Schmuck, der das dann hat. Ja, da werde ich jetzt auch auf die Suche die nächste Zeit gehen. Immer wenn ich ein Schmuck-Item bekomme, der dann meine Gravuren hat, versuche ich das dann auch auszurüsten. So, noch 30 Balken. Ja, das wird ja noch ein bisschen was dauern. Macht eine Schattenjägerin viel Damage? Also mehr als ein Zauber? Oder hält die mehr aus? Kann ich gar nicht so richtig einschätzen. Ne? Es ist so ein Leder. So halb-halb. Wie so ein PvP, so ein Schleicher. Also kein Komplett-Damage-Dealer, aber auch kein Komplett-Tank. Ich weiß es nicht. Ich habe mich noch nie mit der Schattenjägerin hier beschäftigt. Ich mag nicht so Klassen, wo man im Nahkampf kämpfen muss. Ja, ich mag lieber die Klassen, wo man zaubern kann, von weitem schießen kann. Also Bade wäre cool. Ja, Artillerist ist lustig. Zauberer ist cool. Und alle anderen, die von weitem kämpfen. Das Lustige ist ja jetzt bei Final Fantasy XIV Online. Gibt es demnächst so eine Klasse Painter oder so, ja, der mit Farben malt und Farben zaubert und so. Und die haben das ja auch hier. Irgendwie gucken sich die ganzen Spiele immer gegenseitig die Klassen ab, oder? Das ist doch echt so. Wenn man irgendwie eine, die hat vielleicht einen anderen Namen, die Klasse, aber so von den Zaubern, wie kommt man auf die Idee, eine Zauberin zu machen, die malt, ja? Okay, ist genauso verrückt, einen Zauberer zu machen, der Musik macht. Halt ein Bade ist genauso verrückt eigentlich. Aber Baden gibt es halt schon in vielen, vielen Spielen. Aber den Painter, ich glaube Final Fantasy hatte den als erstes, ein Zauberer, der Farben benutzt. Oder Mickey Mouse? Phantasia? Gab es das vielleicht schon vorher?
Hat der auch Farben benutzt? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ist es halt lustig, die Final Fantasy erfinden die Klasse jetzt nochmal neu für Final Fantasy Online. Den gab es vorher halt schon. Und die haben auch so eine Klasse. Das mit den Karten gab es auch schon mal, diese Kartenzauberer. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war. Da gab es auch schon mal eine Klasse, die mit Karten gezaubert hat, je nachdem, was sie für Karten nutzt und so. Aber es, ja, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welches Spiel das war. Balken. Ich war vorhin mal in einem Raid, da haben zwei Spieler mitgespielt, also zwei gekämpft. Da war das Ding hier innerhalb von 30 Sekunden durch oder so. Oder sogar noch schneller. Ist ein bisschen lang diesmal, ja. Aber was tut man nicht alles fürs Gold? Man braucht viel Geduld, junger Padawan. Wenn euch jetzt langweilig ist, ja, oder ihr einfach auch nur zuguckt und nicht wisst, was ihr genau machen sollt, dann könnt ihr gerne die Gari-Punkte benutzen. Hier auf meinem Kanal könnt ihr nämlich Gari-Punkte sammeln. Umso länger ihr zuschaut, umso mehr Gari-Punkte bekommt ihr. Und ja, wenn die Gari-Punkte genug sind, dann könnt ihr Witze anfordern oder sowas hier auf dem Kanal. Na, er hat jetzt gerade so eine Superfähigkeit benutzt da oben. Noch 11 Balken. Er scheint mir irgendwie gestresst. Na, jetzt geht's doch Richtung Schluss. Jawohl. Das ist doch schon mal was. Ich glaube, er schafft's. Ja, sieht sehr gut aus. Wunderbar, schon haben wir 7400 Gold. Ja, gerade mal ein Tausender gemacht. Für nichts tun. So mag ich das. Naja, viel erzählen, ne? Aber sonst nicht so viel tun. Hier sehen wir das, ne? Ach ne, 700 Gold gab es nur. Okay, sah aus als... Ach stimmt, ich hatte 6800 so rum hatte ich. Okay, das gab 700. Gut, und jetzt geht's auch schon wieder weiter. Aber wie gesagt, ist ein Free-Bus. Das wäre natürlich gut, wenn man die auch bei den anderen findet, ne? Bei den anderen Legions-Raids. Aber ist halt nicht so einfach, Free-Busse zu finden. Das war jetzt gerade mal Glück. Achso, jetzt kann ich euch ja mal zeigen. Hier, ne, seht ihr das? Es gibt diese Belohnungen. Ja, ein Event Groß Support Package. Ja, ein Package, um mal wieder seine Rüstung zu verbessern. Mit Sprungstein, mit Fusionsmaterialien und so weiter und so fort. Ja, das holen wir uns natürlich ab. Ja, die wollen immer diese... dass man die Gegenstandsstufe irgendwie höher kriegt. Ja, die vergessen dabei immer, dass die da kein Gold reinpacken. Und das Gold ist das Wichtigste bei der ganzen Geschichte. So, und dann gab es hier das Merch Celebration Gift. Ja, weil die Server zusammengekommen sind. Hallo Kundi, schön, dass du eingeschaltet hast. Hier bei Lost Ark im Freebus von Valtan. So, das ist das Merch Celebration Gift. Ja, da gibt es Schneiderei-Auswahltruhe und sowas. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir damit irgendwie unsere Rüstung erhöhen können. Ja, ich hatte gerade mich so in einen Bus eingetragen. In einen normalen Bus. Und auf einmal stand da Freeboss. Und ich denke, oh komm, geh mal rein. Und ja, wirklich, also... G1 hat er gerade schon kostenlos erledigt. Ja, und jetzt ist er bei G2 dran. Ich lasse mich mal schnell sterben. Damit er da nicht so viele Probleme hat oder so. So,
So. Und jetzt gucken wir wieder einfach zu 158 Balken lang. Heieiei. Nee, das ist ein Solo. Das dauert relativ lang. Hat gerade eben auch schon relativ lange gebraucht. Ist dann auch bei G1 gestorben mal zwischendurch. Also nochmal das Ganze. Naja, aber wie gesagt, kostenlos. Ne? Hat mal 800 Gold gespart. Und Xarior, hallo, lange nicht mehr gesehen. Du hier? Was geht bei dir? Geht's dir gut? Bist du gesund und munter? Wo warst du die ganze Zeit? So viele Fragen auf einmal. Wolltest vom Urlaub mal reinkommen? Ja, das ist schön. Was spielst du denn gerade so im Moment? Bist du auch bei Helldiver abgesackt, versackt oder was spielst du gerade? Bei Kundi weiß ich ja, der ist hier locker flockig immer bei Lost Ark unterwegs. Ich war gestern mal wieder bei WoW unterwegs. Ich bin im Moment auf WoW heiß. Ich will die Story weiterspielen. Ja, aber ich muss meine Raids hier machen. Ich will mein Gold, ich will meine uralte Rüstung. Wenn das Spiel übrigens so laut ist, sagt Bescheid, ne? Also, sie hier versucht uns gerade hier durchzuziehen. Okay, weil Freebus in Waltern ist nicht, was stand da gerade? Nicht 100% garantierter Clear. Ja, das denke ich mir fast auch, ne? Habe ich mir auch gedacht, aber wir hoffen es mal, ja? Wir drücken mal die Daumen, dass er es schafft mit 1620. Ich gehe mal davon aus. Nö, hab etwas das Quadruple als Spiel Skull and Bones gespielt. Ansonsten das neue Prince of Persia. Okay. Okay. Skull and Bones habe ich halt viel die Beta und die Alpha gespielt. Und die Closed Alpha und was weiß ich alles. Ja. Hat mir am Ende nicht mehr so zugesagt. Am Anfang war es sehr Survival-lastig, sehr viel Crafting, jede einzelne Waffe, jedes einzelne Kanonenrohr, jede kleine Zutat musste man auf den Inseln suchen und so weiter. Und jetzt ist es einfach nur, du kriegst ein Schiff, du kriegst ein Schiff, du kriegst ein Schiff und gehst alles killen. Also, jetzt gefällt es mir nicht mehr so. Nur Schiffskampf, dann spiele ich lieber Assassin's Creed Black Flag. Oder das im Norden, ich weiß nicht, wie das jetzt noch mal hieß, das Assassin's Creed im Norden. Halt wie Black Flag, nur im Schnee. Aber ich habe den Namen vergessen. Ne? Ich werd alt. Ist totaler Schmutz, ja genau. So ist es auch. Ja, ja, ist wirklich verrückt. Aber ist ja 2 Stunden kostenlos oder so bei Ubisoft. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, und Prince of Persia, ja. Ist halt mal wieder. Das ist eigentlich irgendwie so eine Kopie von den Assassin's Creed-Teilen, habe ich so das Gefühl. Es gab ja mal so Assassin's Creed India, Russia und so. Die Sidescroller. Und da habe ich irgendwie so das Gefühl, ja, okay, da haben sie Prince of Persia jetzt auf Assassin's Creed aufgesetzt. Auch so ein Sidescroller. Aber naja, gut. Prince of Persia habe ich früher noch auf einer Diskette gespielt in der Schule. Das war die einzige Möglichkeit, wo man PC hatte. Und dann hatten wir da eine Version von Prince of Persia. Und es war schon schwierig, den ersten Raum zu schaffen. Man musste nämlich millimetergenau springen. Und das war echt richtig schwer. Also früher war Prince of Persia ein extrem Geschicklichkeitsspiel, das hat keine Fehler erlaubt und nichts. Und mittlerweile ist es so, einfach durchlaufen und alles weghauen und fertig. Ist voll easy. 3 Wochen in Japan. Boah. Krass. 3 Wochen in Japan. Das ist ja mal cool. Wie kommst du denn darauf? In einer Stadt oder machst du Rundreise über die Insel? Das ist ja mal cool. Japan ist ja auch so mein Ziel, wo ich irgendwann mal hin möchte. Coole Sache.
Und Opa Rainer ist da. Hallo Opa Rainer, schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du auch da bist. Ja, was nehmen wir denn für einen Witz? Nehmen wir heute mal einen Witz, der nicht so sauber ist. Ja, passt auf, der Witz ist nicht ganz so sauber. Sagt die Unterhose zu anderen: Ui, warst du im Urlaub? Du bist so braun. Okay. Ja, ihr kennt mein Witzniveau, ja? Oder welches Lama fliegt gerne in den Weltraum? Das Alpaka. Ach, ich mag diese Wortwitze. Ach ja. Und was ist ein Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. So, Bettfisch sagt, I really suck today. Ja, dann sollte er lieber mal spielen, statt zu sacken. War auch noch nicht schlecht. Vielleicht sollte er sich mal mehr aufs Spiel konzentrieren. Ja, auf jeden Fall, das jetzt mal wieder 3 Witze zum Preis von einem. Wenn sie richtig schlecht sind, kriegt man auch 3. Danke, Opa Rainer, dass du deine Gari-Punkte ausgegeben hast. Ich finde es immer schön, wenn ihr die Gari-Punkte für die Witze ausgebt. Dann merke ich doch, dass ihr da seid und mit agiert und so. Ja, so, und Japan, genau, ich hack das mal hier ab. Opa Rainer haut nur die Hände über dem Kopf zusammen. Die haben ihm nicht gefallen, die Witze. Du kannst etwas Japanisch und Wörter mit den Leuten sprechen, sagt Kundi. Kundi, du kannst Japanisch? Ich kenne, glaube ich, nur Harakiri. Und das war's, glaube ich. Und das Prost, was die sagen, aber ich weiß nicht mehr, wie es geht. Kampai oder so? Kann das sein? Irgendwie sowas. Ich glaube, die beiden Worte, die kenne ich. Das war's dann aber auch schon. So, Bettfähig versucht's noch ein zweites Mal. 3 Chancen geben wir ihm für kostenlos, ne? Aber ist natürlich Zeitverschwendung, wenn wir immer weiter sterben. Aber na, wir hoffen mal, dass es klappt. Ach nee, warum hat er denn so Probleme hier? Beim ersten Mal ist er auch schon gestorben. Eine Rundreise Osaka, Kyoto, Mount Fuji und Tokio. Darf aber leider meine Flugangsttabletten nicht mitnehmen, weil die verboten sind. Aha. Ach, in Südkorea sind die verboten. Ah ja, okay. Ja, krass. Das wusste ich aber auch nicht. Tabletten gegen Flugangst? Naja, gut, du brauchst keine Flugangsttabletten. Vom Flügen braucht man keine Angst zu haben. Ich bin ja auch schon in Amerika gewesen, bei Zenimax. Hab noch nie so einen Flug gemacht. Das Einzige, was mir beim Flug Probleme gemacht hat, ist der Platz. Ja, also, ich bin ja kleiner als du und muss sagen, ich hatte schon Probleme mit der Platzweite und Größe und so. Ich finde das Fliegen total fürchterlich. Also, das war nichts für mich. Also, Fliegen muss ich nicht unbedingt haben, ehrlich gesagt. Aber nur wegen der, klar, erste Business Class oder so, natürlich schon, ne? Klar, aber die kann man sich damit nicht immer unbedingt leisten. Ich habe jetzt keine Angst vorm Fliegen. Das Flugzeug geht hoch und wenn es halt fast so tut, als wäre es runter am Fallen oder so, wegen einem Luftloch oder so, dann fühlt man sich halt wie auf einer Achterbahn. Ich habe da kein Problem mit. Also ist halt mal auch ein bisschen Nervenkitzel. Die Wahrscheinlichkeit beim Flugzeugabsturz zu sterben, ihr kennt das ja, ist weniger als beim Autounfall oder Zugunfall. Ne? Ich glaube, das war das sicherste Verkehrsmittel, was es gibt oder so, das Flugzeug, ne? Schiffe gehen auch eher unter. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber so hatte ich das irgendwann mal gehört. Ich würde da, genau, Kanpai. Du kannst doch safe auch Hallo auf Japanisch. Konnichiwa? Oder wie? Heißt das Konnichiwa? Nee, ich weiß es nicht. Ja, manche Worte fallen einem so ein, die man schon mal gehört hat, aber ich kann sie nicht so wirklich. Haben keine Lust auf den neuen Content. Deine Leute. Gibt's auch neuen Content? Ich dachte, es gab nur Server-Merch.
Was ist denn der neue Content? Erzähl mal was. Gib uns mal ein Review, Kundi, was es alles für neuen Content gibt. Kundi ist übrigens ein neuer Abonnent hier auf dem Kanal, von Aidan geschenkt. Aidan ist Top 3 Schenker, hat gestern dem Kundi den bronzenen Hut geschenkt. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu, Kundi. Jetzt kriegst du noch schneller Gari-Punkte und kannst auch Witze bald anfordern. Wir fliegen mit Korean Air mit 7 Personen. Könnt etwas wechseln. Ah ja, okay. Ja, schön. Mit 7 Leuten nach... Ja, okay, da habt ihr Party, ne? Das ist ja fast wie Mallorca-Aufenthalt nur in Japan. Ey! So, da war die zweite Nullnummer. Tja, was meint er? Kriegt er das noch auf die Kette? I'm really sad and bad. Tja, mir ist ideal. Was nix ist. Aber das sagt man ja auch, ne? Was nix ist, kostet nix. Oder was nix kostet, ist nix. Ne? Der andere sagt, wir vertrauen dir. Der nächste sagt, soll ich dir helfen? Na, brauche ich nicht, sagt er. Ich bin nur schlecht heute. Ich bin nur fürchterlich heute sogar. Terrible. Nicht nur bad, sondern terrible. Okay, ja. Für einen 1620er ist schon irgendwie ungewöhnlich, dass der hier zweimal stirbt. Warum macht das dann? Hoffentlich fängt er nicht nachher noch an zu weinen oder so. Ja, aber ihr seht, ne, das Item-Level macht es nicht nur aus. Ja, es reicht nicht, wenn man hier 100 Item-Level über dem Raid ist. Ja, weil der ist ja so 1500, ne, das ist ja noch weniger. Der ist ja irgendwie 1490 oder so. Und der ist 1620, ja, hat über 130 Item-Level drüber. Müsste den ja eigentlich hier so, ne, weghauen, aber nee, nee, nee. Wenn man das nicht kriegt, hinkriegt, kriegt man das nicht hin, ne. Tja, mein Hart ist anscheinend zu schwer. Ja gut, na klar. Es gibt natürlich Raids, die sind richtig schwer, ne? Die neuen sind immer ein bisschen wackern, oder wie hieß der? Oder wie heißt der andere, der auch am Anfang schwer war? Ja, am Anfang müssen die Raids schwer sein, ne? Sonst wäre es ja langweilig. Ja, die Herausforderung ist ja als erstes, das beste Item-Level zu haben, die höchsten Items und so. Ist ja auch immer so, der First Kill in World of Warcraft von den Raids ist ja immer ganz, ganz wichtig. Da gibt es ja sogar Offline-Seiten, also im Internet, die Blizzard-Seiten, wo man sehen kann, wer hat welchen Raid gemacht, welchen Charakter hat man. Das gibt es ja hier gar nicht bei Lost Ark, so eine vom Spiel unterstützte Top 100 oder sowas. Das gibt es ja im Battle.net von Blizzard. Da kann man ja wirklich nachgucken, welcher Spieler hat den Raid Run und so gemacht und so. Und geschafft. Und da ist es ja so, da ist das ja auch erst nach ein paar Wochen, dass dann irgendwann die Schlachtzugfeinde, also die einfachste Version des Raids rauskommt. Ne? Am Anfang sind die ja immer super schwer. Und irgendwann packen sie dann die Schlachtzugfeinde-Version raus und dann kann man einfach so durch. Wir, Meta, du und ich müssen noch mal was essen gehen, wenn du willst. Ja, also wir können gerne mal bei im Tophaus essen gehen in Euskirchen. Das ist ein sehr cooles japanisches Restaurant und das schmeckt mir auch alles sehr gut. Da könnte man gerne mal hingehen. Wenn ihr dann aus Japan zurück seid, dann könnt ihr so ein bisschen mal erzählen. Oder du zurück bist, kannst mal so erzählen, wie es da so war und so. Also da bin ich gerne für, wenn es gutes Essen gibt, wo man sich richtig schön voll essen kann, gerne. Und Opa Rainer schreibt sogar japanisch. Ach, Opa Rainer, wo hast du das denn jetzt rauskopiert? Was will Opa Rainer uns damit sagen? In 2 Wochen kommt Termin. Okay. Falls du gerade etwas gesagt hast, habe ich das nicht gehört. Du hast Werbung? Ich kenne da ein Thema, ne? Also wenn du bei Amazon bist, ne, und Amazon Prime verbunden hast, da kannst du diese Werbung hier auf dem Kanal sogar abschalten. Rate mal, wie das geht. Ich kann es dir verraten, da gibt es so einen Abo-Button. Ach, egal. Ja.
Ich weiß jetzt nicht, was ich alles erzählt habe. Ich habe viel erzählt in der letzten Zeit, Xario. Kundi sagt, Opa Rainer, wolltest du das sagen? Ich verstehe gar nichts, was ihr da schreibt. Ah, Terra Mine ist ein Sonderfall. Okay. Echinda in Korea. Neuer ist es auch leichter. Okay. Diese verdammten Narren. Ich zermalme euch alle. Wo war ich schon mal? Beim Tophaus? Ja, Tophaus war ich letztes Jahr. Eigentlich jeden Monat einmal mindestens. Also, das ist halt eigentlich das leckerste Essen, was ich so kenne. Ja, ich kenne viele Chinesen, also viele Buffets und so. Aber da ist es halt so, immer diese kleinen Portionen, die an den Tisch gebracht werden von dem Roboter und so, ist halt schon immer am frischesten und immer genau das, was man will und nicht zu große Portionen. Man kann also auch mehrere davon bestellen, gerade so viel, wie man halt auch verträgt und so. Und man muss nicht immer ans Buffet laufen, was halt in anderen All-You-Can-Eat-Dingern ist. Ich mag das, dass das so an den Tisch kommt und dann halt immer so klein portioniert ist. Also, ich finde das super da. Generell ist da alles lecker. Die Früchte sind lecker, die Soßen sind lecker, alles. Die Würzung, das Eis, doch, ist perfekt. Tophaus ist super. Also, ich war auch schon bei den Mongolen, der war nicht so gut hier in Kärnten. Ich war auch schon mal im Japanhaus in Hürth. Ich war auch schon mal in Izumo in Frechen, das ist auch so ein Japanhaus. Die bringen das auch alle an den Tisch, diese Japanhäuser. Aber irgendwie fehlt dann da die Früchte der Saison oder das Rindfleisch schmeckt irgendwie komisch oder die Soßen sind irgendwie nicht so gut. Also es gibt immer irgendwie was, wo ich sage, nee, ist jetzt nicht so lecker wie im Tophaus. Ich bin da schon sehr wählerisch, ehrlich gesagt. Du hast kein Prime, Xario. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Da tust du mir aber leid, ne? Dann musst du das aber so holen, ohne Prime. Dann hast du auch keine Werbung mehr. Was du sagen wolltest. In Russland, Server, Termin G4 Raid noch nicht geklärt wurde. Seit 2 Wochen ist es draußen. Okay, krass. Ja, dann ist er wohl wirklich schwer. Akundi hat uns jetzt mal aufgeschrieben, wie Konnichiwa auf Japanisch heißt. So, Xario, ich hoffe, du hast dir das gemerkt. Bananensushi, ja, das ist so lustig. Genau, Bananensushi ist cool. Das ist irgendwie was Witziges, ja. So mit den Perlen, diesen bunten Perlen drumherum. Xario kennt's auch, ja genau, das ist lustig. Ja, und dann hast du so eine Übersetzungs-App. Du hast ja immer die neuesten technischen Gimmicks und dann brauchst du gar nicht Japanisch zu lernen, sagst alles auf Deutsch und dann macht die App alles für dich. Oder wie sprichst du dann mit denen da? Wie kamst du denn dazu, in Euskirchen zu essen? Ich war mit Meta bei Xiao in Bornheim. Der war auch super. Ja, hat Meta mir auch schon erzählt. Würde ich mich auch zu breitschlagen lassen, wenn die Essen an den Tisch bringen. Wenn ich zum Buffet laufen muss, dann nicht. So, und da haben wir den Raid fertig, kostenlos. Ja, vielen lieben Dank an den Spender hier, Freebus. Ja, sehr cool, auch wieder ein Stein, den ich gebrauchen kann. Na, Batfish hat uns hier durchgezogen. Sehr nett von ihm. Und damit habe ich jetzt 1800 Gold geschenkt bekommen, sozusagen. Natürlich hat es ein bisschen Zeit gedauert, aber ist trotzdem super. Okay, wir gehen raus. Wir warten hier gar nicht auf den Krimskrams. Die Verlosung brauchen wir nicht. Nee, nicht Heim und Herd. Ich will einfach nur so raus. So. Ja, da könnt ihr mich noch zu überreden gerne. Also wenn ihr sagt, also Xario jetzt, wenn ihr sagt, wir sollten nach Bornheim, dann können wir auch da mal gerne essen gehen. Also ich bin dazu bereit. Das hat mir mein Arbeitskollege, ne, hier mein Kollege unten, du weißt ja, wen ich meine, Shooter-Doktor, der hat mir das empfohlen. Der hat gesagt, ey, geh mal dahin. Er war da mit seiner Freundin essen, die waren völlig begeistert und völlig abgefüllt davon, weil das so viel Essen war. Man bestellt da ja immer so in Runden und dann haben sie eine Runde zu viel bestellt am Ende. Und
Ja, das wollte ich auch mal erleben. Ich kannte bis dahin kein Restaurant, was All You Can Eat macht und das an den Tisch bringt. Ja, das war für mich letztes Jahr also eine neue Erfahrung. Ich kannte All You Can Eat immer nur, man muss zum Buffet laufen. Und dann stehen da alle an und dann ist es schon kalt in dem Buffet und so. Also es gibt viele, viele Gründe, die gegen ein Buffet sprechen, wenn man es gewöhnt ist, dass die das auch an den Tisch bringen können. Und wenn das auch noch ein Roboter macht, ja, der dann auch noch schneller ist als die Personen oder so, dann ist es irgendwie richtig cool.